Tanzshow noch erleben. Übrigens, die hübsche Blondine ist nicht Gaynor. Während sich Donny in seiner Rolle als Agent ihrer Majestät noch gegen Groupies, Fans und Attentäter wehren muss, rein tänzerisch natürlich, darf ich Ihnen einen kleinen Überblick über die heutige Veranstaltung geben. Die Tanzschule Miners hat eingeladen, was in der Tanzwelt Rang und Namen hat. Neben dem bereits erwähnten Paar Burns Fairweather sehen Sie Christopher Hawkins und Hazel Newberry aus England. Sie sind Weltmeister der Amateure in den Standardtänzen. Aus Italien kommen ebenfalls Weltmeister im Tanzen Augusto Schiavo und Caterina Arzenton. Ein weiterer Höhepunkt des Abends wird der Auftritt von Julie Fryer und Peter Townsend werden. Die beiden sind World Champion im Showtanz. Und das, was Sie hier sehen, sind nicht irgendwelche Fans, die vor Begeisterung über Donny Burns die Tanzfläche des Kuppelsaals stürmen. Nein, das sind die 8 Paare der Weltmeisterschaftsformation des TSC Braunschweig. Sie beginnen den Tanz der Weltmeister mit einem Medley von Liedern aus den 30er Jahren. Formationstanz ist ja nicht nur die harmonische Bewegung eines Paares, nein, alle Paare versuchen ein harmonisches Bild auf der Tanzfläche abzugeben. Heute mal ohne die strengen Augen der Schiedsrichter, sondern einfach zum Vergnügen der Zuschauer im Saal und an den Bildschirmen. Thank you.
Sie haben doch einen Kaktus da draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Holleri, holleri, hollero. Er fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Holleri, holleri, hollero. Unter den Dielen von Argentinien habe ich mich so in dich verliebt. Und bei den Bananen begann ich schon zu ahnen, dass es keine größere Liebe gibt. Unter den Zypressen habe ich mich vergessen und ich habe zärtlich dich umfasst. Und bei den Kakteen ist es dann geschehen, dass du meinen Kuss erwidert hast. Formationstanz in Vollendung. Das A-Team vom TSC Braunschweig. Christopher Hawkins und Hazel Newbery aus England sind im vergangenen Jahr in Karlsruhe Weltmeister der Amateure in den Standardtänzen geworden. Das hat sie bestimmt ebenso erfreut wie die Entscheidung, in diesem Jahr zu heiraten. Nicht unbedingt selbstverständlich im harten Wettkampfstress. Viele Paare sind nur auf der Tanzfläche zusammen und haben im wirklichen Leben andere Partner. Nicht so Hawkins und Newbery aus England. Sipping Dubonnet on a stool. Very cool. May I get my
a date, but I love him. Yes, I love him. And I'm gonna walk up to his gate and see if we can't get this thing straight. 'Cause I want him. Is you is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. You is still my baby, baby. But it seems my flame in your heart's done gone out. A man is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find he's gone and made a change. Well, is, or is you ain't my baby? Well, maybe babies. Is he still my baby? True. Christopher Hawkins und Hazel Newbery. Wir werden sie später noch einmal wiedersehen. Jetzt erstmal zum tänzerischen Nachwuchs. Die Hip-Hop-Gruppe der und Körperbeherrschung mit artistischen Elementen. In schlichtes Schwarz gekleidet, der Körper steht im Vordergrund und nicht das Kostüm. Peter Townsend und Julie Fryer, World Champion im Showtanz aus England. Thank you.
World Champ. Augusto Schiavo und Katharina Arzenton aus Italien. Sie sind Weltmeister in den Standardtänzen bei den Amateuren. Bei den Weltmeisterschaften der Professionals gehörten sie in diesem Jahr zu den Finalteilnehmern. Wir sehen von ihnen einen Wiener Walzer zu den Klängen von Luciano Pavarottis Mattinata. Thank you.
Augustus Chiavo und Katharina Arzenton sind übrigens nicht miteinander verheiratet, sondern reine Tanzpartner. Trotzdem oder gerade deswegen von ihnen jetzt den erotischsten Tanz von allen, den Tango. Für ein Tango-Paar, Augustus Chiavo und Katharina Arzenton aus Italien. Und was wäre eine Hochzeit ohne Tanzen? Das ist die Idee, die hinter dieser Nummer steckt. Brautkleider eines hannoverschen Braut- und Abendmodenstudios. Sehr eigenwillige Kreationen sind mit dabei. Vorgeführt von der Weltmeisterformation des TSC Braunschweig, die wir schon am Beginn der Sendung gesehen haben. Das Solopaar übrigens gleich beim Brautwalzer Eduard Slimak und Marika Stempelova. Come on.
Tja, Sie sehen, auch beim Brautwalzer in kurzen Hosen geht es ordentlich rund. Jetzt aber noch einmal Christopher Hawkins und Hazel Newbery, ebenfalls mit einem Walzer, einem langsamen Walzer mit der Musik von Secret Garden, Nocturne. Der Weltmeister ist nicht, auf das alle gewartet haben. Voller südamerikanischer Leidenschaft im Samba-Rhythmus. Direkt aus Schottland. Donny Burns und Gaynor Fairweather. 13 Mal in Folge waren die beiden Weltmeister der Professionals in den lateinamerikanischen Tänzen. Das letzte Mal 1996. Aber die beiden hören einfach nicht auf. Nach zweijähriger Pause haben sie in diesem Jahr in Sun City, Südafrika, den Titel das 14. Mal für sich geholt. Über das Alter der beiden wird viel spekuliert. Wahrscheinlich wissen nur Donny und Gaynor, die übrigens auch schon mal miteinander verheiratet waren, darüber Bescheid. Aber ich frage sie, ist das wichtig bei so viel Temperament? Se pone mágicamente su inspiración.
que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, se pierde en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero para amarte. Vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta todo el tiempo para amar. Thank you.
Paso Doble in Perfektion. Donny Burns und Gaynor Fairweather. Jetzt wissen Sie, warum die beiden 14-fache Weltmeister sind. Das war sie, leider schon, die Nacht der Weltmeister aus dem Kuppelsaal. Ich hoffe, Sie hatten Freude an den weltmeisterlichen Tänzen. Vielleicht bis zum nächsten Jahr, zum nächsten Tanz der Weltmeister in Hannover.